Okay, mal gucken, was diese Spiele sind. Dazu nehmen wir mal ein Auto. Raus hier! Nein, hilf mir jemand! Nein, das tut niemand. Neues Fahrzeug verfügbar. Ach Mann, genau. Ich glaube, ich steck fest. Nein, das darf nicht wahr sein. Na gut, dieses Auto ist eh viel schöner. Nicht meins. Nein, halt! Pass auf, pass auf! Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das ist gut oder auch nicht. Muss man das verstehen? Ich möchte mal wissen, warum der überhaupt durch die Gegend gerannt ist und auf irgendwen geschossen hat. Oh gut, dann machen wir einfach mal frei. Die Cops sollen sich beeilen, ja! Hey, eingeschlafen oder was? Hallo? So, das musste jetzt mal einfach sein. Ich wollte mich jetzt nicht in so einen lustigen Kampf da verwickeln, unbedingt. Naja, ich fahr mal ein paar Umwege, weil, keine Ahnung, weil ich es kann, zum Beispiel. Au. Also mit der Steuerung von Autos haben sie es bei Ubisoft nicht so richtig gehabt. Parker Square. So, das ist diesmal eine ziemlich lange Strecke. Wer weiß, was uns wieder erwartet. So. Aber zum Glück haben wir ein ziemlich schnelles Auto. Das müsste. Wir sind ja auch gleich da. Ups. Das war nicht so geplant. Ach nö.
Fliegende Polizeiwagen sind immer schön. Aber dieses Auto ist nicht mehr groß zu gebrauchen. Ja, das habe ich ja mal wieder sehr geil hingekriegt. Ist einfach ein Genuss, von Polizei verfolgt zu werden. So, jetzt müssen wir bloß noch den versuchen zu neutralisieren. Hilfe! Okay. Die hätten wir erstmal los. Lust auf einen digitalen Trip? Die Frage stellt man Ihnen vielleicht auf Chicagos Straßen, wo sich... Verdammte Scheiße! Raus da! Ach nee, dem geht... Nein, tu's nicht! Scheiße! Scheiße! Okay, diesem Auto geht's nicht so gut. Hast du ein Problem? Aber dem. So. Raus hier. Ich möchte langsam mal zur Mission kommen. Aber es sieht so aus, als wären wir schon wieder auf dem... Ach nö. Hallo? Bitte schicken Sie jemanden. Nein, mir geht's gut. Hey! Hier schießt jemand! Die Cops sollten mal die Arsche hochkriegen und sich das ansehen. Ach, Mann. Langsam regt's mich auf. Okay, sie haben mich gefunden. Also noch eine illustre Runde Polizei abschütteln. Na gut. Das Übliche. Okay, wir hätten uns selber mit verletzen können, aber das interessiert keinen. Oh, jetzt haben wir noch einen Helikopter am Hals, klar. Natürlich. Weil wir auch sonst nichts zu tun haben. Oh Gott. Aber ich glaube, wir könnten es bald geschafft haben. Ein Problem gibt's bloß. Und das Problem heißt Helikopter. So, den einen hätten wir dann schon mal entsorgt. Und es gibt sogar noch Holzbrücken. Okay, ich habe mich gerade selber mit neutralisiert.
Ach, gib's doch mal auf. Von wo werden wir eigentlich gerade angegriffen? Von dem Helikopter sind wir ja langsam außer Sicht. Das war, glaube ich, nicht der Plan. Aber ich glaube, dass das zumindest keine Straße ist. Oh, schon 4 Sterne, das ist doch mal schön. So, wir müssen es bloß irgendwie hinbekommen, dass da oben dieser Helikopter nicht mehr hinter. Oh Mann. Na gut. Dann schwimmen wir halt. Und schon wieder der Helikopter über uns. Also das könnte anscheinend noch ein Stück dauern, bis wir die Mission anfangen können. Wahrscheinlich dauert es nicht mehr sehr lange, bis da drüben wieder Polizei steht. Und wir sind ja hier in einer ganz misslichen Lage, was das betrifft. Weil so schnell sind wir nicht weggeschwommen, als wenn die uns erschießen. Okay, der Helikopter ist... Okay, der Helikopter verhält sich irgendwie komisch, aber... Und ich sehe es schon kommen, dass wir dieses Dilemma nicht so gut überstehen. Na komm, setz dich doch da hin. Mann. So, also das Problem hätten wir sogar besser gelöst, als ich dachte.
Aber wir bräuchten vielleicht eins von diesen schnelleren Booten. Dann machen wir die halt auf diesem Weg kalt. So, das Problem wäre damit schon fast gelöst. Aber das heißt immer noch nicht, dass wir bald mit der Mission anfangen können. Haben wir es geschafft? Flucht erfolgreich. Und dann würde ich langsam wieder mal einen Skillpunkt erhalten. Okay. Und dann würde ich ja langsam gerne mal zur Mission kommen. Und? Wie geht's so? Ah, ich komme schon klar. Glaub mir, ich war. Hey, immer langsam. Was ist denn mit dem Chicago los? Klingt, als hätte das nicht, was mein Auto wäre. Pass auf, wo du lang gehst. Du musst mir glauben, sie belügt dich. Hey! Verdammtes CTOS. Du kannst nicht mal mehr auf die Straße bringen. Geht's dir gut, Kumpel? So. Lokalisieren Sie eine Ware mit dem Zug. Okay. Was ist denn bitte in Chicago? Wir haben. Doch nö, ich glaube, wir haben jetzt so eine komische Nebenmission angenommen. Hallo. Nicht verfügbar. Okay. Arschloch. Das glaubst du nicht. Das Rad von meinem Sohn. Au. Sie wurden getötet. So, hätten wir das eine Problem gelöst, ist das nächste gleich wieder da. Aber oh Mann, was passiert? Hier mir eine Waffe. Okay, also was nützt die Kamera, wenn ich ausgehe? Ja, letztes Jahr gab's einen Mordangriff. Hey, du! Wer war? Hier kommt
Ach, fast. Ach, Mann. So. Das geht ja mal schon wieder gut los. So. Was haben wir denn so für lustige Waffen überhaupt? So behandelt man keinen. Hat er in seiner Hand? Nein. Drei Banden. Wir werden das auch. Die Politik. Achtung, der trägt eine Waffe. Überwachung verarscht. Hey, ich seh dich mal. Oh. Nein. Hör zu! Komm raus! Ah! Es ist vorbei, Penner! Verdammt, wir kriegen es ab! In Deckung! Wer knöpft sich hier wen vor? Ging doch. Ganz viel Geld. So, was haben wir hier? Munition. Also so sehr knapp an Munition ist es eigentlich nie. Ich glaube sogar, dass die Munition sich irgendwie selber wieder auffüllt. Okay, wo sollen wir hin? Hä? Wo sollen wir rein? Das verwirrt mich gerade. Ach, hier sollen wir eindringen. Oh, wie toll. Also das muss auf jeden Fall erstmal in diese Richtung. Und dann in die. So in die. Und so. Hacken. Videolog. Ich hebe jetzt gleich ab, Ladies. Ja. Und wer ist jetzt euer Daddy? Ja. Ich kann euch durch mein Teleskop sehen. Ja. Arbeiten. Oh. Ich glaube, dem geht's nicht gut.
Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Wo speichern die das? Was haben die damit vor? Kamera. Gibt's doch da, hier können wir wieder was hacken. Wieder ein Videolog. Irgendwie machen wir die Leute ein bisschen Angst. Diese Überwachung schon ein bisschen vorstellen, dass das vielleicht doch notwendig wäre hier. Das war doch mal zum ersten Mal was Sinnvolles. So, aber wir wollten das ja entriegeln. Elektronische Teile, yay. Bezirkszugang freigeschaltet. Und wir können jetzt einfach. Das CTOS untergräbt eure Bürgerrechte. Meine Privatsphäre steht nicht zum Verkauf. Okay. So, und jetzt können wir endlich dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Dann klauen wir uns mal ein Auto. Hey. Am besten ohne, dass wir geschlappt werden. Und dann fahren wir nicht da so mal hin. Hast du ein Problem? Ja, habe ich. So, das war ja diesmal einfach. Oh Gott. Ich will nicht. Und warum fahren wir eigentlich nicht so langsam wie die anderen? Also warum fahren wir mit keinem Auto so langsam wie alle anderen Leute, sondern immer so schnell? Ich hoffe, wir haben bald eine Zone, wo wir ein bisschen ruhigeren Verkehr haben, weil ich glaube, ich nehme mal ein anderes Auto. Bewegung! Was soll denn das werden? Ich hau dir aufs Maul, wenn ich dich erwische. Ja, ich hau dir aufs Maul. So.
Ich hab... Oh Gott. Ja, was mach ich denn? Au. Au. Ach, ich glaube, ich werde diese Autos hier nie bedienen können. Ja, der brauchte mal einen kleinen Schubs. Wir legen diese Unfälle einfach nur zu unserem Besten aus. Au. Oh, oh, oh. So, hier sieht es ja schon wieder ein bisschen besser aus. So lässt sich's fahren, wollte ich gerade sagen, aber dann bin ich in den da reingefahren. Naja. Bitte wenden. So. Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Sehenswürdigkeiten der Nähe. Das müssen wir uns nicht unbedingt anschauen. Ah, wir sollen uns erinnern. Na schön. Aber bevor wir uns erinnern, möchte ich mich erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder ein Abo da. Wenn nicht, dann lasst halt ein Dislike da und kein Abo. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Deswegen schreibt es doch in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.